Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum FIFA 14 Karrieremodus mit Hertha BSC im FIFA 15 Datenbänkchen. Und ja, für uns läuft es noch nicht wirklich rund. Wir sind der 17. nach zwei Spieltagen, hat noch nicht viel zu heißen, aber ist auch nicht gerade angenehm. Und nun kommt Schalke. Ja, ein Gegner, der den Herthanern nicht wirklich gern gesehen ist bei den Herthanern. Und tja, was soll ich noch groß sagen? Wir gehen einfach rein in die Partie. Ich nehme natürlich Schieber, den Ex-Dortmunder, in den Sturm. Der dürfte eigentlich Schalke nicht so mögen. Und ich hoffe mir einfach, dass dadurch so ein bisschen, Dampf reinkommt. Außerdem kann ich mit Kalou, ich konnte mit dem nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll, ey. Ja, letztes Spiel, das war eine Katastrophe. Hoffen wir mal, dass ich jetzt besser spiele. Bundesliga natürlich. Hertha zu Hause im Olympiastadion, das man auch schön nachgebaut hat. Hier Brooks und Gersbeck marschieren hier rein. Stocker, oh ja, gegen den quasi Erzfeind Schalke 07. 8. Mir egal, das ist die Punktzahl. Hövedes, Matip, Boateng, Sydney Sam haben wir da gesehen. Ich hoffe, ihr auch. Hosokai. Ach, naja, ich weiß nicht, was ich mit dem Kerl anfangen soll. Aufstellung. Schieber für Kalou, ansonsten bleiben Kort und Heuberg und Jedwai erstmal draußen. Shigeruchi mit einer Chance nochmal. Vielleicht muss ich da am System nochmal basteln. Ich glaube, damit komme ich nicht wirklich super zurecht. Kein Hüntelaar, auch nicht auf der Bank. Das ist schon mal erfreulich. Wir spielten da bei denen im Sturm. Verfahren. Na super, Pace-Jure. Hier geht alles über Pace. Schöne Hertha-Trikots sehen wir hier. Dann wollen wir mal die Pacer wegballern. Ja, jetzt einfach mal. Zack. Behrens. Stark. Behrens stark. Und dann kriegt der Pekarik den fast nicht mehr. Da hätte ich wieder gekotzt. Oh, Schieber fast. Stocker, Schieber, lauf! Nicht Schieber, Behrens. Oh. Hosokai! Oh! Was ein Beginn! Wir sind schon mal besser in der Partie als die gesamten 90 Minuten gegen Hoffenheim. Ist schon mal ein Zeichen. Ich ändere jetzt auch hier nichts an diesen Schnelltaktiken. Das ist einfach irgendwie, macht wieder für mich keinen Unterschied. Mal hast du das Gefühl, dass es läuft und dann ist es doch nicht so. Schön aufgepasst von Lustenberger, Schellbrett, Behrens. Zurück auf Schellbrett. Ah, da dachte ich, da läuft er. Dann nehmen wir halt Behrens mit. Behrens. Flanke. Für Unglück. Nicht mehr rumgekriegt, aber trotzdem schon wieder ein Angriff. Hey, was geht ab? Die Hertha holt nicht die Meisterschaft, aber das wollen wir auch gar nicht. Shigeruchi braucht zu lange. Im zweiten Anlauf hat das dann. Schieber wird gesucht und gefunden. Schieber! Fährmann! Nachschuss, Behrens! Fährmann! Das gibt's doch nicht! Behrens, du musst den doch nur reinschieben. Dingsen. The fuck you. Ja, klar kriegen die Vorteil. Für was? Da war doch absolut nichts. Schieber. Oh, Stocker wird gelegt. Wird dann noch gestört. Schiri sagt, alles fair. Ah, Mann. Wir dominieren Schalke gerade. Zu Hause. Also bei uns zu Hause. Shigeruchi. Nochmal auf Schieber. Schieber wird gesucht. Wieder gefunden. Schieber. Shigeruchi. Stocker. Shigeruchi. Hosokai. Abseits. Mann! Sieht aber gut aus bis hierhin, würde ich sagen. Weiter dranbleiben, die gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Weiter unseren Stiefel spielen. Können eh nur diese langen Bälle und dann pacen. Dann kriegst du den Ball nicht mehr. Du kriegst den nicht mehr, weil er nicht rafft, dass du den Spieler wechseln willst. Früher Wechsel bei Schalke. Dennis Auro raus. Jan Kirchhoff rein.
Direkt beim Einwurf, Kirchhoff. Kevin Prinz, Boateng stark. Verfan lässt mich auch stehen. Ein verfickter Angriff. Ein guter verfickter Angriff und wir liegen hinten. Du rennst an, hast vier gute Chancen, machst die nicht und dann kommt der Fußball und sagt, hey, verarsch mal dich. Und schon laufen wir wieder so einem scheiß Rückstand hinterher. Ich könnte wieder im Strahl kotzen. Ne? Kotzen. Oh, natürlich holt Fährmann den raus. Überragend von Stocker, aber der mal mit Patschefötchen. Was ist der Fährmann für ein Ungeheuer, ey? Ihr wollt mich doch alle verarschen heute. Stocker. Plattnord. Schieber. Fährmann, natürlich. Wie soll man denn heute an dem vorbeikommen? Der hält doch alles. Das ist doch scheiße, ey. Schalke schon mit langen Hafen. Hallo, Torwart, hast du Bock, irgendwas zu machen? Ich drück, der Torwart soll rauslaufen und er lässt ihn ausgehen. Das ist doch scheiße, FIFA, Mann. Programmier die Rotze doch mal vernünftig. Als würde so ein Torwart da nicht rausgehen und sich den Ball mal holen und einen Spielaufbau machen. Ernsthaft, ey. Schigerzi nicht aufregen lassen, dann spielt man nämlich wieder schlechter. Es ist genau das, was FIFA will. Stocker. Höger dazwischen. Verfan, Draxler, Boateng, Verfan, Draxler, Plattenhardt, Fehlpass, Martin passt auf, Sydney Sam, auf Höwedes, der ist natürlich schneller als alle, Höwedes, die Pace, das Pace-Wunder, Plattenhardt, Lustenberger, ich entscheide mich aber auch immer fürs Falsche, ne? Der macht eine Drehung und ist vorbei. Ah, Mann, Mann. Hosokai, Stocker. Schieber, bewegst du mal deinen Arsch da unten. Behrens. Über Umwege zu Hosokai, der geht schon wieder nicht rein. Und dann hat Schalke den wieder geklärt. Irgendwie, immer irgendwie. Guckt euch die, das ist doch Verarschung, ist das doch. Das ist doch, das kannst du nicht mehr Pech nennen. Pfosten, Torwart hier, steht natürlich genau richtig. Und, oh Gott. Bei mir wären aus dieser Situation 5 Eigentore entstanden. Mann. Wo Pekarik da wieder hingelaufen ist. Ich habe da nichts gedrückt. Und er läuft da nur. Hey, lauf die Linie lang. Dann können wir dir leichter den Ball abnehmen. Gut durchgesetzt, Lustenberger. Der Pass ist auch okay. Der wird da unten gezogen. Hallo. Schieber wurde gezogen. Schiri, hast du das nicht gesehen, Junge? Meine Fresse, ey. Schigerzi, Plattenhardt. Stocker wird da auch weggeschubst. Das ist doch nicht zu fassen. Mach mich nicht sauer, Spiel. Mach mich nicht sauer. Ach. Hermann! Kannst du selbst Cristiano Ronaldo dahin ballern lassen? Der Fährmann, der bleibt eiskalt. Ganz locker hat er den. Ganz, ganz locker hat er den. Das ist doch nicht sein Ernst. Irgendwas muss ich. Ich will doch nur hoch zum Kopfball. Nicht schießen. Der pfeift natürlich im Schuss ab. Der wäre sogar aufs Tor gekommen. Mann, ey, das gibt's nicht. Dieser Fährmann, der hält 100.000 Dinger. Eine unverdientere Führung gibt's nicht.
Müsst ihr selbst ehrlich sein, selbst wenn ihr Schalke-Fans seid, dann würdet ihr mir aber nicht zugucken, das weiß ich. Weil ich diesen Verein so sehr hasse und das auch so oft sage, da würde es kein Schalke-Fan lange aushalten hier. Und du kriegst den Ball einfach nicht abgenommen. Lauf doch mal einen Schritt entgegen, Junge. Du kannst den nicht steuern, dass der dann mal einen Schritt entgegen geht. Und jetzt rennt er 7 Meter zu viel. Ich raff es nicht. FIFA, verarsch mich doch nicht. Stocker, Gigerzi, schön gesehen. Behrens, unten, wer kommt unten? Flänkchen, der ist völlig frei. Natürlich kommt da wieder ein Schalke-Spieler dazwischen. Ganz klar, keine Frage. Warum habe ich jemals gedacht, ich wäre völlig frei? Was ich auch war, aber es ist ja nicht lange so, weil es ja Schalke. Kriegen innerhalb von Sekunden einen Spieler dahin transportiert. Och, das gibt's doch nicht. Zwei verhuchte Chancen und die führen 2-0. Es kann doch nicht deren Ernst sein. Was sind da auch für riesen Lücken in der Innenverteidigung? Das ist doch nicht normal. Was stelle ich denn falsch ein? Och, Mann, ey. Gib den scheiß Ball jetzt her. Oh ja, das war genauso ein geiler Pass, aber die kriegen den natürlich. Wir nicht, unsere Innenverteidiger sind zu doof. Ich hatte den Ball. Aber nein, wird wieder ein Mega-Angriff für Schalke draus. Der Sydney Sam kriegt nicht gestoppt. Und warum hat Listen der gelb? Weiß kein Mensch. Natürlich hat Sydney Sam den noch, hält ihn fast im Spiel. Alles klar, weißt du Bescheid. Einfach nur fick dich, EA. Fick dich, fick dich, fick dich. Meine Fresse. Nein, ich bin überhaupt nicht sauer. Wie kommst du denn darauf? Spasti. Komm weg, ich will den nicht mehr sehen. Natürlich, die können alle nicht passen. Geil, Mann. Da steht wieder keiner. Mann, ich mach sie alle kaputt. Ich krieg sie ins Krankenhaus, die Bastarde. Drei Chancen, drei Tore. Ich weiß, das war jetzt mega dämlich. Das gebe ich auch zu, aber trotzdem, es ist doch Verarschung. Brauchen nur einmal aufs Tor schießen und treffen direkt. Und die haben Fährmann hinten, der alles hält. Und die Abwehr steht natürlich dann auch bombensicher. Kriegt Bälle, die wir einfach nicht kriegen. Werden diese Bundesliga-Saison so untergehen, ich sag's euch. Da kriegst du den scheiß Ball nicht. Mann! Guck dir das an, der räumt den volle Möhre um. Kein Foul, nix. Guck, da Traxler verletzt die Hure. Och, das ist doch nicht dein Ernst. Gersbeck, ey, willst du mich verarschen? 4 Schüsse, 4 Tore. Ich habe jetzt extra nicht gegrätscht, nur den Passweg zugestellt und dann schießen die aus der Distanz und der ist natürlich auch drin. Du kannst hier machen, was du willst, die schießen dich ab. Ist doch scheiße, ey. Verarsch dich selber, FIFA-Mann. Och, Stocker, willst du mich kacken verarschen hier? Mann, guck dir das an. Boateng, super Verteidiger, natürlich. Kommst nicht dran vorbei. Stocker ist ja so langsam. Hat er keine Chance gegen Boateng. Was für das? Der läuft einfach mal so ganz komisch, als wäre da gerade eine Mauer gewesen. Der Junge, gib den scheiß Ball jetzt mal her. Ja klar, der checkt mich um. Gibt nix. Gibt nix. Gibt nix. Das ist doch lächerlich. Es war ein klares Foul.
Ey, leck mich fett. Was ist hier los? Checkt dir einfach meinen Außenverteidiger weg. Ja, läuft weiter. Super. Wenn die Aktion bei mir ist, kriege ich mit meinem Stürmer rot. Es ist doch jetzt echt nicht mehr normal. Hallo, wieder faul. Abseits. Selbst den macht er nicht. Fick dich einfach nur, ey. Krankes Misthurenspiel. Mann! Lauf doch mal da unten. Natürlich. Guck mal, bei denen ist eine perfekte Klärung einfach. Mann, ey, es läuft nix läuft hier. 5-0, ey, du denkst, wir hätten so beschissen gespielt, dabei hatten wir wahrscheinlich noch mehr Chancen als die. Das ist unfassbar. Fällst du einfach vom Glauben ab. Lauf doch mal, Sinan Kurt, Mann, ich hab dich so hoch gelobt. Und dann kommt da nichts bei rum. Das, ich könnte so kotzen, ey, die Schalke 5-0, die hatten 5 Torschüsse, hatten die. 6 Torschüsse. Oh, einer ist daneben gegangen. Wir waren besser. Und kein Mensch kann mir sagen, warum wir 5-0 verlieren. Kein Mensch kann es mir sagen. Nee. Wird eine tolle Saison, ich merke das schon. Innenverteidigung scheiße, Gersbeck scheiße, Mittelfeld scheiße, Sturm läuft überhaupt nichts. Ich guck mal jetzt vor dem nächsten Partner nach einer anderen Taktik, nach einem anderen System. Taktik ist das falsche Wort. Ja, ich kann auch gerade jetzt nicht so viel erzählen, ich bin einfach mega bedient. Auftrag bearbeiten. Flügelstürmer. Machen wir mal defensives Mittelfeld. Hier machen wir zentrales Mittelfeld. Hier machen wir offensives Mittelfeld. Aber ich glaube, das hat man alles schon. Aber egal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 5,5 wollen die. Wollen die. Wird ja immer mehr, oder was? Ah, nee, ey. Karius, bleibe ich bei den 2 Millionen. Dessen Vertrag läuft aus. Fickt euch. Aktuell ist auf den Niederlande, braucht kein Mensch den Typ. Frankreich, Kone brauche ich nicht. Gourcuff haben wir ja schon vollständig. Köln, Angebot akzeptiert für Horn. Karius 2,5, da bleibe ich dabei. Köln, Angebot akzeptiert für Gerhard. Wunderbar, 5 Jahre, 5%. Können wir schon sagen, wichtiger Stammspieler.
Zack. So, das kann hier weg. Immer noch 2,5. Verarschen. Hier, Burchard. Ist ein guter Ersatztorwart, tut's auch. Zack. Ab dafür. So, Yannick Gerhardt ist im nächsten Spiel auch noch dabei. Vielleicht ermöglicht uns das. Ein paar neue Taktiken. Hier sagen wir auch erstmal schnell. Wir können dann nachher ja immer noch zögern. 4 Jahre, Stammspieler, ganz klar. Bevor das wegläuft. Okay, dann halt Spieler entfernen. Zack, 2 Millionen. Mann, Mann, Mann. Komm, wir nehmen einfach Timo Horn. Scheiß auf Karius. Zack, Timo Horn ist da. Ja, tschüss. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Den können wir vielleicht beobachten. Haben wir schon. Zack. Weg. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache in der Zeit offscreen so ein bisschen was an der Taktik, am System und vielleicht auch an der Taktik, an beidem. Und Wolfsburg will erstmal Gomez holen. Ja, nie ist klar. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe dann mit einem besseren Ergebnis als gegen Schalke. Spielweise war okay, aber das Ergebnis, müssen wir ganz klar sagen, war absolut nicht okay. Und ja, bis dahin euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.